Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Tutorial. Über das freue ich mich besonders, weil das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich habe die Idee bei Pinterest gefunden und bei YouTube. Und zwar bin ich gerade recht viel bei russischen Scrapbookern unterwegs, weil die wirklich super tolle Ideen haben. Und ich mache ja auch gerade ein Babyalbum und ja. Da habe ich mir so ein super tolles Design rausgesucht. Also ich mache das einfach von mehreren, wo mir so ein Pop-up gefällt, dann nehme ich mir das einfach raus. Und im Zuge dessen habe ich das bei einer russischen YouTuberin gesehen, die hat da aber kein Tutorial zu gemacht, sondern die hat es einfach nur gezeigt. Hat auch ganz viele Pop-up und Deko-Elemente drin, habe ich jetzt nicht. Und dann habe ich mal bei Pinterest geguckt, da sieht man auch recht viel. Ja, und dann war die Idee auch schon geboren für ein Weihnachtsalbum. Und zwar wieder in Sternform. Glaubt ihr nicht? Dann passt jetzt mal gut auf. Et voilà. Das ist der Stern. Und hier sind die ganzen Albumseiten. Ich habe jetzt in diesem Stern das noch so gemacht. Das erkläre ich euch auch gleich im Video. Also es ist eine alternative Sache, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich habe hier noch Text drin. Und zwar soll das so eine Art Dezember-Daily und Adventskalender werden. Und das habe ich mit Acryl und Spüli gemacht. Und zwar so Rubbelbilder. Ist mir nicht ganz so gut gelungen. Ich weiß auch noch nicht, was ich da für einen Fehler gemacht habe. Und unter diesen Rubbelbildern sind so witzige Sprüche. Die Idee hatte mal Liebesfuchs. Das fand ich ganz toll. Das war, glaube ich, im letzten Jahr. Und da habe ich mir gedacht, da könnte ich doch gucken, dass ich das auf die Text mache. Das habe ich auch so gemacht, dass es sich wirklich ganz leicht ablösen lässt. Habe ich mit dem Tombow gemacht. Trocknen lassen und dann ist er ja permanent. Und dann kann man das Album natürlich auch anders benutzen. Ja, da habe ich 6 Seiten von, also 6 Text habe ich davon gemacht und 24 Sprüche in dieser Form. Und die kann man dann hier oben ganz gut reinstecken, wenn man das unten auch schließt, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass die unten durchrutschen würden. So. Und diese ganzen Albumseiten habe ich so ein bisschen dekoriert, dass man hier irgendwas reintun kann, was man vielleicht gekauft hat, einen Einkaufszettel von irgendwas Tollem oder ein kleines Bild. Es ist halt recht klein geworden, also von den Seiten her. Aber man kann da ja auch Fotos reinmachen, die man gut in der Mitte knicken kann und dass die dann hier so aufgehen, ne? Das Ganze wird mit einem Band geschlossen und jetzt im Video müsst ihr wieder ein bisschen aufpassen. Da hat sich nämlich, weil ich das ja auch zum ersten Mal gemacht habe, ich habe zwar alles vorbereitet, aber wie das genau funktioniert, ob es funktioniert, wusste ich auch noch nicht. Falls ich die russische Scrapbookerin noch finde, verlinke ich euch die auch. Und zwar müsst ihr hier hinten unheimlich aufpassen. Das muss eine gerade Linie geben mit den Elementen auch in. Da dürft ihr keinen Rand lassen, sonst geht euch der Stern kaputt. Wie ich das jetzt hier noch kitte, weiß ich noch nicht, damit das ein bisschen besser aussieht. Muss man mal sehen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß bei dem Tutorial. So, was wir jetzt alles für dieses Sternalbum brauchen, sind einmal die 3 Grundgerüste und zwar, je nachdem müsst ihr gucken, wie ihr das haben wollt. Ich wollte jetzt 7 Zacken, das heißt, ich brauche alles 7-mal. Ihr könnt es aber auch 5-mal machen, so wie ihr es gerne wollt, oder ihr macht es halt noch größer. Also braucht ihr 7-mal
5,5 × 11 Inch. Die Maße gebe ich euch alle in Inchzahlen, weil sonst recht krumme Zahlen rauskommen. Ich habe jetzt diese Farbkombi gewählt, weil es auch weihnachtlich werden soll. Das ist der äußere. Dann kommt der mittlere. Wieder 5,5 × 8 Inch. Und hier wieder 5,5 × 7 Inch. Hier gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, dass man auch die immer kleiner werdenden auch von der Breite, also von diesen 5,5 kleiner macht oder größer macht, dass es entweder so 3D nach außen geht oder nach innen. Ich fand es jetzt in diesem Fall ganz gut, dass es, ich mache euch mal ein bisschen weiter weg, dass es eine Größe hat. Also das braucht ihr von jeder Farbe. Macht es verschiedenfarbig, das habt ihr am Anfang gesehen. 7, 7 und 7 Mal. Dann braucht ihr für vorne dran für das Cover, je nachdem wie groß ihr es haben wollt. Ich wollte es jetzt nicht zu groß haben, sondern dass es ungefähr einen halben Zentimeter überragt. Ich habe da 4,5 × 4,5 Inch eine Pappe genommen und habe die mit Designpapier beklebt. Da müsst ihr gucken, wie groß ihr das Designpapier machen wollt. Die Pappe an sich ist 4,5 × 4,5 Inch. Nein, Quatsch. Quatsch. 6 × 6. Ich rede schon wieder Schwachsinn. Die Pappe ist 6 × 6 Inch. Die braucht ihr 2 Mal. So. Dann braucht ihr für die inneren Seiten, da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, die entweder gar nicht zu bekleben, sondern gleich mit Fotos zu bekleben. Ich wollte es jetzt hier machen, dass es so Einstecktaschen und sowas hat. Deshalb habe ich hier nochmal, entweder nehmt ihr da weißes Papier oder Designpapier, das müsste dann 5¼ × 3¼ Inch sein. Jeweils. Na, das kommt dann hier auf das Rote. Oder ihr macht gar nichts auf das Rote, sondern da gleich was hin, was ihr wollt. So, das ist jetzt das, was ihr braucht. Alternativ, weil ich das Album ein bisschen anders mache, könnt ihr noch schwarzen Cardstock in, oder die Farbe ist euch überlassen, 4,5 × 4,5 Inch nehmen. Falls ihr noch einen Tab oben dran wollt, macht es ein bisschen größer. Der Tab oben steht dann raus. Ich zeige euch jetzt mal bewusst nur die andere Seite, weil bei dem anderen. So, das würde sonst zu sehr irritieren. Da habe ich 6 Stück genommen. 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und die kommen dann zum Reinstecken. Das ist alternativ. Müsst ihr gucken, ob ihr das auch so machen wollt. Wie gesagt, dann ist es 4,5 × 4,5 Inch. So, dann geht das Ganze los. Wir nehmen uns zuerst den großen und den müssen wir dann in der Mitte falzen. Das ist dann der 5,5 × 11 Inch und der wird bei 5,5 Inch gefalzt. Ah, was ihr noch braucht, ist Band. Ein Band, was gut zum Album passt. Wie gesagt, an der langen Seite 5,5 Inch falzen, damit ihr hier die Mitte habt. Dann das Ganze schon mal so ein bisschen biegen. Ihr kennt es ja, bei Cardstock nicht gleich mit aller Gewalt. Dann kommt der schwarze, also der mittlere, 5,5 × 8 Inch. Den falzen wir bei 4 Inch. Jetzt habe ich noch alles mit dem Cardstock von Faltkarten gemacht. Das reißt auch überhaupt nicht. Also mit Lidl, Aldi oder sonst was Cardstock kann ich überhaupt nichts mehr anfangen. Und dann kommt der 5,5 × 7 Inch. Und der wird bei 3,5 Inch an der langen Seite gefalzt. Dann ist das erste schon mal fertig.
kann man auch wirklich jeden Tag putzen. Und das war das Brett kann weg. Jetzt nehmt ihr euch das Größere, das Grüne, legt es schon mal so hin, dann kommt das Mittlere und auf das Mittlere geben wir jeweils hier eine Empfehlung, nehmt starkes doppelseitiges Klebeband. Auf den Schwarzen kommt dann außen, also jeweils auf die Außenseite am Rand, schönes, starkes Sticky Tape. In diesem Fall wirklich Sticky Tape. Ich sage ja gerne zu allem Sticky Tape. Aber es ist ja nicht alles Sticky Tape. So, jetzt habe ich das Wort aber auch zum letzten Mal gesagt. So. Jetzt habe ich noch als Knochen weg. Kommt jetzt hier schön an den Rand. Da ist es gut, wenn ihr gut geschnitten habt. So. Und dann kommt das dran. Das mache ich einfach so. Mir ist das so kompliziert, wenn ich das jetzt so biegen muss. Ich lege das einfach so hin. Es muss sowieso so fallen. Und legt es einfach drüber und drückt das nochmal an. Wenn man nicht richtig geschnitten hat, verzieht sich sowieso. So, jetzt haben wir schon mal die erste Lage. Und bevor wir jetzt mit dem Roten anfangen, müsst ihr euch überlegen, wollt ihr da vielleicht was ausstanzen? Wollt ihr hier in der Mitte was rausschneiden? Also, dass man das so rausschneidet, dass man dann hier so einen 3D-Effekt hat und hier die Bilder draufklebt. Hier in meinem Fall ist es ja so, dass ich das so machen möchte. Also klebe ich die jetzt drauf, weil nachher ist es ein bisschen schwierig. Ich habe das Weiße noch ein bisschen mit Grün am Rand mit dem Finger dabei gemacht. Mal so einen guten Effekt. Dann die andere Seite. Also da müsst ihr euch vorher vielleicht schon Gedanken machen, wie ihr euch das aufbauen wollt. Man kann das dann auch noch mitgelanden, wenn es vielleicht ein Geburtstagsalbum werden soll oder so, dass man das so 3D-mäßig hält. Bei dem bestimmt eine gute Idee. So, jetzt einmal gut gucken, dass ich nicht schon wieder was falsch mache. So, das Ganze sieht dann so aus. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Rand erkennen kann. So, dass ich hier was reinstecken kann und hier am Rand was reinstecken kann. Und dann hier genau dasselbe, da kommt dann wieder außen, also da, wo die Öffnung ist. Doppelseitiges Klebeband hin. Zack, ganz einmal umgedreht. Jetzt hier die gleiche Prozedur. Wenn ihr das so gemacht habt wie ich,
schon mal drauf gucken, was ihr oben und unten haben möchtet. Noch ist es bei mir egal. Nehmt euch das Ganze vielleicht in die Hand. Guckt auch immer unten. Kommt wieder das. Und so fertig ist das Grundelement. Das habe ich natürlich schon 6-mal vorbereitet. Und hier müsst ihr dann wieder gucken, dass alle Seiten wirklich, wenn ihr darauf achten müsst, richtig liegen. Dann wird die erste Seite so geklebt, dass sie an das Cover kommt. Und dann müsst ihr natürlich aufpassen. Also ich habe es mir jetzt schon mal so gelegt, wie die Seiten alle fallen sollen. Das kommt noch. So. Dann kommt die erste Seite. Müsst ihr auch gucken. Ich habe jetzt Vorder- und Rückseite verschieden gemacht, also das gleiche Designpapier, aber Vorder- und Rückseite, und so mache ich es auch vorne. Und hier habe ich gestempelt und embossed. So, die erste Seite wird komplett beklebt. Und hier, also ich lege das jetzt auch mal zur Seite und nehme das dann einfach immer von oben runter. Hier ist es dann so, dass wir uns hier schon mal ein bisschen was, ich mache es jetzt mal extra groß, ich kann dann nachher noch abschneiden. So, dass ihr es schön mittig setzt. Das Ganze kommt jetzt hier richtig rum, da müsst ihr auch noch mal aufpassen auf das Cover. Gucken, dass es schön mittig sitzt. Und jetzt kommt die nächste Seite und hier aufgepasst. Wenn ihr das mit diesen Tags machen wollt, müsst ihr das unten schließen. Ansonsten schließt es nur praktisch hier und hier. Man kann es auch komplett schließen. Ich finde es aber gut, dass der Stern nicht ganz so festhängt. Und weil ich die Tags nutzen möchte und ich möchte, dass die unten rausrutschen, habe ich das an drei Ecken gemacht. Wie gesagt, immer darauf achten, wenn ihr was macht, wo ihr auf die Richtung achten müsst. Lieber einmal mehr gucken. So, und das Ganze kommt dann jetzt hier drauf.
könnt es jetzt so machen, ihr könnt beidseitig das doppelseitige Klebeband drauf machen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich es wirklich nur auf einer Seite drauf mache. Das reicht mir völlig aus. So, jetzt kommen wir schon zur letzten Seite. Die muss jetzt auf der Seite wieder so geklebt werden, dass wir das auf drei Seiten haben, wenn wir das so möchten. Kommt das ganz drauf. Und dann kommt die Rückseite. Hier auch wieder darauf achten. Ihr wisst schon Bescheid. Aber erstmal bekleben. Hier drauf. Je mehr Elemente ihr nehmt, so wie ich jetzt 7, umso dicker wird natürlich auch euer Buch. Müsst ihr dann ein bisschen drauf achten, weil es natürlich vorne auch dicker ist als hier hinten. Inwieweit es noch gut aussieht, je weiter ihr das nach oben macht. Ich merke jetzt gerade, dass mein Tisch voller Glitzer ist, wegen dem Embossing. So, da muss ich jetzt hier ein bisschen gucken, damit ich wenigstens halbwegs die Mitte fürs Band treffe. Das kann man ruhig so machen. Meine Schere war auch schon mal besser. Wir dann auch nochmal so drüber. Kann nichts schaden. So, jetzt wird es gleich spannend, dass ich die zwei Coverseiten auch richtig treffe. Ich hätte das vielleicht auf der anderen Seite auch so machen sollen, dass ich hier nochmal drüber klebe. Aber es wird schon halten. So. Ist schon gut schwer, wenn es gestellt ist. Das ist doch mal eine Idee. So, ein bisschen einmal unten drunter. Alles festmachen, so gut ihr könnt. So, dann kann man das Ganze hier schließen.
wenn man Schleifen binden kann. So, so sieht das Ganze dann aus. Wie gesagt, das ist schon, geht hier ein bisschen auseinander. Und jetzt stecken wir mal noch die Tacks rein. So, das Ganze habe ich euch hoffentlich vorgespult. So, aha, da habe ich schon Fehler entdeckt. Das macht jetzt aber nicht so viel. Ich sage euch gleich noch, worauf ihr achten müsst. Dann macht man das Ganze vorne fest und hat einen Stern. So, worauf ihr jetzt achten müsst, ist hier hinten, das müsst ihr bündig mit den Enden kleben, sonst funktioniert das nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich werde da auf jeden Fall noch was retten, was zu retten geht. Und verabschiede mich damit mit diesem Sternalbum. Bis ganz bald. So, ich habe ja gesagt, das war Premiere. Also gehören da auch Fehler dazu. Und ich habe das jetzt hinten bündig abgeschnitten. Also hinten muss es wirklich bündig sein. Und dann schließt das hier auch. Und dann halten auch eure Seiten. Gehen dann nicht mehr auf. Und das Ganze kann ich euch noch wegtun ein bisschen. Sieht dann mit den Seiten so aus. Ja. Vielleicht kann man das Ganze hier hinten noch mit einer Bindung machen. Ich habe auch schon bei Pinterest welche gesehen, die noch in der Mitte so kleine Sterne, die aber locker sind, drin haben und haben das Ganze noch genäht. Da müsste ich mal gucken, müsste ich vielleicht auch nochmal was einfallen lassen. Aber so hält es auch schon ganz gut und geht hinten nicht auf. Ich denke, das kann man machen. So, das war's jetzt aber. Bis bald!